Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Train Simulator 4. Ja, gestern ist das DLC Maintalbahn erschienen mit der Baureihe 642, den DZero Classic. Ich würde sagen, wir schauen mal das Ganze mal ein bisschen an. Wir fahren in die AB88 nach Miltenberg. Genau. Wir sagen, bereiten wir alles soweit vor. Und dann geht das Ganze auch schon los. Westfrankenbahn. Ja, herrlich. Wie gesagt, wir haben lange auf so ein Triebfahrzeug gewartet, sag ich mal. Dieseltriebwagen. Nebenbahn ist halt zu mehr angekommen anscheinend. Da hat man sich, denke ich mal, jetzt auch von der Niddertalbahn inspirieren lassen. Genau, das passt alles. Das passt alles. Machen wir die PCB an. Bisschen Instrumentenbeleuchtung. Genau. Machen wir die Türen zu. Da haben wir auch schon Ausfahrt. Ja, wie man schon in anderen Let's Plays von anderen YouTubern gesehen hat, der Kombihebel ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er reagiert schon relativ sehr schnell. Genau. So, unser nächster Halt ist Aschaffenburg Hochschule, das kennen wir eigentlich schon aus den Addon DLC Aschaffenburg. Mein Spessart, da konnte man auch das ganze Stück fahren, aber nach Aschaffenburg Süd ist halt alles richtig schön weiter ausgebaut. Genau. Hier vorne rechts sehen wir da auch die Tankstelle. Da gibt es auch noch so ein schönes Szenario, wo man dann am Ende in Aschaffenburg tanken muss. Auch sehr interessant eigentlich, dass es jetzt auch sowas gibt mal als Szenario. Genau. Ja, meine Meinung zum DLC, ich bin positiv überrascht eigentlich, dass es doch alles so schön geworden ist, auch der Sound vom Fahrzeug. Ich habe jetzt gedacht, die haben von 6 Server die Sounds irgendwie so ein bisschen übernommen. Aber haben sie dann tatsächlich auch nicht gemacht. Ja, es ist auf jeden Fall im Großen und Ganzen echt sehr, sehr cool geworden. Können auch hier links können wir auch ein bisschen Display hier rumschalten, da können wir alles uns an Informationen geben, was halt alles gebraucht wird. Hier Motor. Sehen wir die Motordrehzahl. Wassertemperatur hat sich angezeigt, aber das ist ja egal. Motor läuft, Motorgruppe 1, Motorgruppe 2 läuft ja, das sehen wir jetzt hier. Aber hier kann man Motor starten, ausmachen, Kaltstart. Ist halt alles am Start. Ich finde eigentlich das Display am sinnvollsten so. Meiner Meinung nach. Das sehen wir nämlich genau, wenn wir hier beschleunigen, dass hier Leistung hochgeht. Ja, cool. Oder? Ja, sehen wir wie gesagt die Drehzahlen. Also ein bisschen langsamer machen, weil gleich kommt schon der Halt, nämlich nach dem Tunnel. Aschaffenburg Hochschule. Schönes Makro haben wir auch verbaut, das hat sich sehr gut an. Gefällt mir. Wir haben auch neue Sounds, wenn wir schon noch. Wenn wir eine Kurve fahren, das ist so anders quietscht, sage ich mal. Auch sehr cool. Joa. Bremst du das Fahrzeug auch echt sehr, sehr direkt, also sehr, sehr gut.
Ja, der Fahrplan ist ein bisschen sehr straff. Gut, ich bin jetzt auch nicht schnell gefahren. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, wie gesagt, auch den RE87 zu fahren. Da würden wir als erstes auch in der Doppeltraktion fahren. Hier würden wir durchfahren. Der hält nur alle paar Bahnsteige. Aber es ist auch möglich, dass wir tatsächlich auch auf dem RB88 vielleicht auch mal eine Doppeltraktion bekommen. Ja, ich finde irgendwie Einzeltraktion am coolsten so. Gefällt mir besser. Ich weiß nicht warum. Ja, ich mag das ein bisschen mehr. Ein bisschen mal das Fenster aufmachen, mal ein bisschen hier das Soundkulisse. Ist halt Aschaffenburg Süd. Ja, das kennen wir auch alles aus dem Vorgänger, aber wie wir schon sehen, ist es halt alles viel, viel schöner ausgestaltet hier. Sieht alles viel, viel besser aus, schöner. Ich war auch eigentlich positiv von der Performance überrascht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Außer ein, zwei Sterne läuft es irgendwie nicht ganz so cool, aber es ist auch nur ganz kurz. Schon der Gegenzug. Schauen wir uns mal das Fahrzeug kurz ein bisschen für den an. Ja, mein Führerstand, sehr cool auf jeden Fall. Wir haben eine schöne Glastür, hier haben wir ein bisschen Schaltschrank. Ja, ich brauche nochmal PA-Anzeige. Auch neu, wie ihr es ja schon in meinem News-Video gesehen habt, gibt es auch jetzt hier eine Anzeige, die funktioniert auch tatsächlich. Sehr cool. Ja, hier haben wir einen schönen Mehrzweckbereich, Rollstuhl, Fahrrad, Kinderwagen. Hier haben wir das WC. Ich sag mal so, das Fahrzeug, der Tisch ist natürlich sehr überdimensioniert, aber mag es ja eigentlich bestimmt so geben in der Realität. Naja, sehr interessant dieser Platz hier. Aber ich finde es ja cool, das Fahrzeug ist halt wirklich vergleichbar irgendwo von der Ausstattung her wie so ein 648er, Lind 51. Hier haben wir hier vor Bayernland Bayern stehen, vorne für okay. Sehr interessant. Naja, WLAN haben wir auch im Zug. Ja, hier sehen wir die Revisionsnummer. Verlängert. 19.12.23. Das ist ja noch nicht, aber egal. Hier ist die Revision von 2017. Zuglänge 41 Meter. Ein Teil ist dann 16 Meter. Tonnen bewegen nur 70. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, mal muss ich vorher tanken. Man muss doch tanken. Was steht da? Anschluss Grenz ja, Wertgeber. Diesel. Auch sehr cool, dass man das alles so sieht hier. Also das ist schon sehr, sehr,
sehr, sehr schick gemacht. Nein, wir wollen sehr Arbeit. Hier sind wir das Regelstellen. So, wir müssen uns wieder mal einen Zug reinspringen, damit wir nicht allzu spät kommen. Oh, Leute, hallo. Mann! Jetzt. So. Ja, ein Service-Spiel können wir leider irgendwie nicht machen. Das geht halt irgendwie nicht mehr. Also das würde ich mir persönlich wieder wünschen, dass das geht, dass man hier rausgucken kann. Also das wäre halt echt cool. Ja, so müssen wir weiter. So, muss man mal gucken, was das Signal zeigt. Das zeigt grün. PCB frei machen. Auch rechts sehen wir übrigens unseren elektrischen Uferplan. Das ist auch schon alles in Arbeit, dass der hier angezeigt wird. Genau. Ja, Sound gefällt mir sehr gut, sehr, sehr schön. So, dürfen wir sind 80 fahren. Laut der Tafel da oben. Und der nächste Halt ist Obernau. Da hätten wir jetzt eigentlich schon da sein müssen, aber wir müssen ja auch mal kurz mal den Zug zeigen. Da können wir uns auch ein bisschen Sonnenblende runter machen. Ja. Ja, dann fahren wir entspannt hier mit 80 lang. Sehr schön. Ah, hier, genau hier ist die Stelle, die vor sich so geil ist, aus, dann kann ich wieder besser. Ah, jetzt schon direkt wieder. So, ich habe die stärksten PC, aber für TSW4 reicht es, Gott sei Dank. So, was steht an der Tafel? 100, genau. Ich glaube, ich gesehen. Ja, ich finde, auf der Nebenbahn muss man doch, was Signale, Tafeln so betrifft, muss man doch ein bisschen mehr genauer gucken. Genau. Machen wir das Fenster wieder zu. 20 Tage haben wir gesehen. Wir haben eine Zulassung für 120 der Zug hier. Schneller darf man nicht fahren. Aber ich sag mal so, 120 in so einem Triebwagen ist auch schon relativ zügig. Genau. Ja, sehr schöne Landschaft, das gefällt mir richtig gut. Hier links schöne Bundesstraße. Landstraße. Sehr, sehr schick geworden. Also großes Lob an den Entwickler, der das gebaut hat. Sehr, sehr schön.
Ja, ich denke mal, laut der, wenn man es theoretisch die Bremsanzeige da anmachen würden, also dass hier dieses im Gleis angezeigt wird, würde es uns wahrscheinlich das da hinten anzeigen. Aber ich finde es halt besser, hier vorne anzuhalten, weil man ganz im Ernst, in echt halten Züge auch nicht am letzten hinteren Teil vom Bahnsteig, weil hier haben wir schon den Ausgang, Eingang. Und so ist es auch am kundenfreundlichsten, sage ich mal, ja. So. Unser nächster Halt ist Sulzbach. Ja, wie gesagt, mit dem RB fahren wir circa, sind das 3/4 Stunde. Mit dem RE wären wir ein bisschen mit einer halben Stunde dran, denke ich. 30, 35 Minuten. Genau. Wo ist denn der Bahnsteig? Ah, da vorne. Ah, es wird schon so kurz, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Weil manchmal sind die halt echt extrem kurz. Jawohl, so kurz ist der auch nicht. Auch da sehen wir wieder richtig schön ausgestaltet alles, ne? Die Möglichkeit haben wir auch hier mit 612 zu fahren, glaube ich. Soweit mich alles täuscht. Ich glaube, hier ein schönes Handmehl machen. Das kommt da auch richtig gut. Hier so von oben. Sehr schön. So, können wir wieder weiter dübeln. Ja, wenn ihr Zug fahrt, empfehle ich euch so mit 20-25% anzufahren, weil sonst tut er halt übelst hoch im Stand. Aber es ist halt alles eine Gewinnungssache, ne? Unser nächster Halt ist Kleinwaldstadt. Da würde ich sagen, beenden wir auch das Let's Play, dass ihr schon mal einen kleinen Eindruck von diesem DLC bekommen habt, oder wie auch immer. Wie gesagt, ich bin positiv überrascht und gebe definitiv eine 10 von 10. So ist meine Bewertung bis jetzt. Ja, also sehr, sehr cool. Ja, es sieht doch herrlich aus hier.
unterwegs mal 120 km/h hier fahren, wenn wir es schaffen in den 3 Kilometern. Allgemein gesehen, er braucht halt ein bisschen seine Zeit, bis er auf seine km/h ist, sag ich mal. Was ist das für ein kleiner Bahnsteig hier, verarschen? Leute. So. Da würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst euch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von TSW sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.